60 Jahre Skigebiet Brunalm-Hohe Veitsch wurde am 25. Jänner mit einem Festakt gefeiert. Eröffnet durch eine Abordnung der Werkskapelle Veitsch, konnte Bürgermeister Janze unter anderem auch einige Ehrengäste begrüßen. Bürgermeister Janze betonte in seiner Begrüßung, obwohl er erst halb so alt wie das zu ehrende Skigebiet ist, erinnert er sich doch noch gern, als er hier in seiner Jugend das Skifahren erlernt hat. Und lobte den Pioniergeist, der vor 60 Jahren hier in der Veitsch geherrscht hat. Vor 60 Jahren haben die Veitscher Pioniergeist gezeigt und haben einen Lift gebaut, haben den Tourismus in die Veitsch gebracht und man zeigt, dass es richtig und wichtig war. Wir haben die letzte Saison 43.000 Skigäste da gehabt und in ganz St. Barbara auch 43.000 Nächtigungen. Also der Tourismus kommt und wir wollen ja auch weiterhin das Skigebiet erhalten, in den Sommerbetrieb investieren und es hat heute die Landesrätin Lackner auch wieder was Gutes uns mitgebracht. Sie hat gesagt, die Förderungen, die zugesagt sind, stehen und wir hoffen, dass wir dann investieren können und ein 40 Jahre als 100 Jahre Jubiläum feiern können. Das ist eine großartige Sache, weil ich das ja auch so aus den eigenen Skierlebnissen und wunderschönen Skitagen da einfach mit spüren kann, wie bedeutend auch diese Skiregion für die Gemeinde, aber über die Gemeinde hinaus in der ganzen Region geworden ist. Und dass es heute ein paar Leute waren vor 60 Jahren, die Mut und Weitsicht gehabt haben und einfach ein großartiges Projekt initiiert haben. Auch Landesrat Seitinger lobte in seinen Ausführungen, dass vor 60 Jahren für den Tourismus richtungsweisende Entscheidungen getroffen wurden. Ich freue mich, dass ich mit dabei sein kann bei dieser Jubiläumsfeier und ich möchte allen danken, die von Anbeginn an bis heute hierher sehr viel Arbeit eingesetzt haben, sehr viel Kapital auch und Risiko übernommen haben, denn würde es diese Menschen nicht geben, würde es den Lift und die gesamte Freizeitanlage nicht geben. Daher großen Respekt und ich wünsche dem Arno Russ und seinem Team alles erdenklich Gute, dass diese tolle Sportregion weiter aufblühen möge. Ich glaube, es ist eine große Chance, die wir jetzt haben, weil viele Leute nicht mehr ans Meer fahren, sondern die Sommerfrische erkennen wollen. Und das ist auch für unsere Region im Würztal eine große Chance und speziell hier auch für die Veitsch. Alles Gute zum 60er. Pfarrer Hickertsberger hat mit seiner besonderen Ausdrucksform und zutreffenden Worten den göttlichen Segen erbeten und somit zur Ehrung verdienter Funktionäre, die vieles ehrenamtlich geleistet haben, übergeleitet. Die Verantwortlichen der Freizeitbetriebe Veitsch wissen sehr genau, was in Zukunft wichtig und notwendig sein wird, um dieses Naturjuwel Hohe Veitsch weiter attraktiv zu gestalten. Wir feiern heute 60 Jahre, es war ein steiniger Weg, glaube ich, bis hierher, aber wir sind hart am Arbeiten, wir haben ein junges, neues Team, wir haben schon viele neue Sachen verändert, neu gestaltet, wir investieren laufend weiter in die Beschneiung, weil ohne Beschneiung wird es in Zukunft sehr schwierig werden. Das Tolle an der Veitsch ist aber natürlich, dass es für jeden sehr schnell zu erreichen ist, egal ob von Wien oder Graz. Wir bieten viel für die Familien auch. Natürlich würden wir uns gerne wünschen, dass es noch ein bisschen kälter wird, weil, wie man in den Medien auch schon viel gehört hat, in den letzten 5 Wochen haben wir das Invasionswetter. Das heißt, man kann es sich gar nicht vorstellen. Unten im Tal hat es -8 Grad, hier oben haben wir zwischen 4 und 6 Grad immer plus. Da macht es das Beschneien sehr schwer. Aber wenn man sieht und wenn man andere Leute fragt, die was bei uns Skifahren waren, die Pisten sind im besten Zustand. Es macht Spaß, Ski zu fahren. Und auf das können wir, glaube ich, stolz sein. Da muss ich Danke sagen meinem ganzen Team. Und an dem arbeiten wir dran weiter. Und dass wir auch in Zukunft vielleicht im Sommer noch ein Programm anbieten können, dass wir einen Ganzjahresbetrieb aus der Veitsch machen können. Viele Aktionen begleiteten die 60-Jahr-Feier, wie zum Beispiel die steirischen Jungmaler Weltmeister. Ja, grüß euch miteinander. Wir sind heute hier vertreten für die steirischen Jungmaler. Wir haben heute zum 60-jährigen Jubiläum von der Brunalm als Logo für uns Jungmaler und von der Brunalm in den Schnee gezaubert. Live-Musik der Gruppe Klinke Flinke und ein Promi fast am Lauf. I'm burning.
Dankeschön. Danke euch herzlich. Immer muss ich mit euch Karten spielen, auch wenn's mich gar nicht gefreut hat.